Kannst du das auch? Klar. Wie bitte? Für 100 Euro mache ich sofort. Geht ruckzuck. Schon überwiesen. Geht ruckzuck. Geht ruckzuck und ohne Zusatzgeräte. Mobilüberweisen mit Push dann. Seit wann hat der überhaupt ein Smartphone? Herzlich willkommen und schönen guten Morgen. Und herzlichen Dank für das zahlreiche Erscheinen zu der heutigen Pressekonferenz. Währenddessen wir unsere Präsidiumskandidaten für die im November anstehende Jahreshauptversammlung vorstellen wollen. Wenn Sie gestatten, würde ich ein bisschen durch die Pressekonferenz führen und zunächst unser Team vorstellen, damit Sie wissen, wer hier vorne am Tisch sitzt. Dann zwei, drei Worte zu meiner Person sagen, zu der Motivation, was wir vorhaben, und dann das Wort an die einzelnen Kandidaten übergeben, damit sie sich selbst vorstellen und auch einiges zu ihrer Person und zu ihrer Motivation sagen. Ich fange mal ganz links, ohne Wertung an. Michael Relitzsch, ich denke in Offenbach durchaus ein bekanntes Gesicht und seit langen Jahren den Kickers verbunden. Und wir freuen uns sehr, dass er in unserem Team ist. Und wie besprochen, wird Michael später noch ein paar Worte zu seiner Person und zu seiner Motivation sagen. Rechts neben hier Remo Kutz, denke ich auch kein unbekanntes Gesicht hier in Offenbach. Mit Remo habe ich die letzten Wochen intensiv diskutiert und wir haben uns ausgetauscht, und auch hier bin ich sehr, sehr froh, dass Remo Bestandteil unseres Teams ist. Links neben mir Barbara Klein. Ich glaube, da muss ich nicht viel zu sagen. Frau Klein ist, glaube ich, in Offenbach eine Institution, bekannt über viele, viele Jahre, dem OFC verbunden, tief im Herzen. Und es war eine besondere Freude, dass wir nach kurzen Diskussionen uns auch zusammengefunden haben und Frau Klein gesagt hat, ich mache mit und unterstütze euch. Dann haben wir Markus Weidner, der zuständig sein wird für den Bereich Finanzen. Auch wir haben einige Wochen zusammengesessen und diskutiert, und auch hier bin ich mehr als froh, einen Fachmann zu haben, der seriös, objektiv diesen Bereich angeht, glaube ich, und auch gezeigt hat im Rahmen seiner jetzigen beruflichen Tätigkeit, dass er ein absoluter Fachmann in diesem Feld ist. Und ganz links außen Sehat Mehic, der zuständig ist für den sportlichen Bereich, als technischer Direktor vorgesehen. Denke, es war auch wichtig, und das war das Ergebnis unserer Diskussion, auch eine sportliche Kompetenz in das Präsidium mit hineinzunehmen. Eine ehrenamtliche Tätigkeit, ursprünglich vorgesehen, auch als Präsidiumsmitglied, ganz normal als Vizepräsident, aber aufgrund der Tatsache, dass wir uns breit aufstellen wollen, alle Bereiche abdecken, versuchen zu verbinden und nicht zu spalten, haben wir dann drei Vizepräsidenten gehabt, mit Michael Relitzsch, mit Remo Kutz und mit Barbara Klein. Und so gesehen, gesatzungskonform, können wir einen technischen Direktor bestimmen, und das war Seat. Das soll es soweit, was die Vorstellungsrunde betrifft, sein. Wie gesagt, zwei, drei Worte zu meiner Person. Ich bin 54 Jahre alt, bin hier in der Region aufgewachsen, in Froschhausen geboren, habe über 40 Jahre hier gelebt und gearbeitet und bin von Hause aus Polizeibeamter hier in Hessen, habe also Kickers Offenbach aus unterschiedlichen Blickwinkeln gesehen, auch als normaler Einsatzbeamter bis hin zum Einsatzleiter hier in Offenbach, und war dem Verein logischerweise sportlich, aber demzufolge auch beruflich ein Stück weit verbunden. Das betrifft logischerweise auch alle anderen Vereine, die hier in der Region spielen. Ich bin dann 2003 zum Organisationskomitee für die WM 2006 gewechselt, war da zuständig für Sicherheit und Fanangelegenheiten, Fanbetreuungsprogramm und Besucherbetreuungsprogramm. Das habe ich 3 Jahre gemacht, und nach diesen 3 Jahren hat mich der DFB gefragt, ob ich nicht die Polizei verlassen möchte und komplett zum DFB wechseln. Das habe ich getan. War dann zuständig zu der damaligen Zeit noch für die ersten 4 Ligen. Es gab dieses neue Konstrukt mit der Regionalliga noch nicht, als Hauptabteilungsleiter Sicherheit und Fanangelegenheiten. Und während dieser Zeit und eigentlich auch schon ein Stück weit davor war die Verbindung zu Kickers Offenbach durch einzelne Personen, die sich auch hier im Raum befinden, den Namen kann ich ruhig sagen, Volker Goll, immer wieder da. Wir beide haben an diesem Besucherbetreuungskonzept für die WM gearbeitet und im Bereich der Fanprojekte in seiner Funktion
bei der Koordinationsstelle für Fanprojekte bei dem Deutschen Olympischen Sportbund am Aufbau, glaube ich, zusammen mitgewirkt, was die Fanprojektlandschaft hier in Deutschland betrifft. Das habe ich 6 Jahre lang gemacht, bis 2011. Und ja, ab und zu mal braucht es eine Veränderung. Und ja, dann habe ich überlegt, dass es vielleicht sinnvoll ist, mal was Neues zu machen. Ich habe dann zusammen mit einem Bekannten von mir eine Organisation gegründet, die sich um Sportsicherheit und Integrität kümmert. Und wie Sie alle wissen, ist unser Hauptsitz in Katar. Wir kümmern uns, wie gesagt, um Sportsicherheit. Wir beraten unterschiedlichste Organisationen, staatliche Organisationen, Vereine, Verbände weltweit. Die großen Organisationen selbstverständlich begleiten alle Großsportveranstaltungen und sind aber auch in dem Bereich Integrität, also all das, was mit Kampf gegen Korruption, Kampf gegen Matchfixing, Financial Integrity und Transparency betrifft, seit 2 oder 3 Jahren, 2,5 Jahren sehr, sehr aktiv und machen sehr, sehr viele Veranstaltungen und haben Kooperationen, glaube ich, mit weltweit anerkannten Organisationen. Das soweit zu meiner Person und vielleicht noch einen Satz zu der Historie. Warum sitze ich hier? Warum sitzen wir heute alle hier? Wie gesagt, Kickers Offenbach war immer mein Verein. Ich habe Kickers Offenbach immer begleitet. In der Zeit zwischen 2006 und 2011 natürlich mit einer gewissen Neutralität, weil ich zuständig war für den ganzen Fußball in Deutschland. Und ich glaube, das gebührt der Respekt, dass man das so neutral und so objektiv versucht zu handeln. Aber war in den letzten 3 oder 4 Jahren durchaus intensiv informiert, was im Verein passiert, wie die Entwicklungen sind. Und diese Diskussionen haben sich dann ein Stück weit vertieft. Und vor einigen Wochen, Monaten haben wir dann intensiver zusammengesessen und haben überlegt, können wir zusammen irgendetwas tun? Und dann hat sich nach und nach das Team herauskristallisiert und dann haben wir die Entscheidung getroffen. Die Zeit rast, ich glaube, das war am letzten Dienstag, kann das sein? Dienstag letzte Woche, diese Pressemeldung herauszugeben und unser Team auch namentlich bekannt zu machen. An dieser Stelle möchte ich auch ausdrücklich dem jetzigen UFC-Präsidenten, Herrn Laubrecht, danken für die Unterstützung. Und will auch ihm danken und seinem Team für die Arbeit der vergangenen Jahre. Ich glaube, es war eine schwierige Zeit, als er das Präsidentenamt übernommen hat. Und ich glaube, dafür gebührt ihm Respekt. Das war sicherlich keine einfache Entscheidung. Und ich glaube, es haben sich nicht viele in dieses Amt gedrängt zu der damaligen Zeit. Das bringt mich dann auch zu dem Punkt, gleich von weg zu sagen, wenn wir heute das eine oder andere über Konzepte, was haben wir vor, wo wollen wir den Verein hin entwickeln, sagen, hat das nichts mit Kritik an einzelnen Personen oder an dem aktuellen Präsidium zu tun. Ich denke, es ist mehr als normal, dass sich ein neues Präsidium aufstellt, Ideen entwickelt und im Prinzip nach vorne schaut und nicht zurück. Ich denke, der Blick zurück muss dahingehend sein, dass man eine ordentliche und eine seriöse Bestandsaufnahme macht, aber nicht, was einzelne Personen und Sachverhalte angeht, die in der Vergangenheit lagen. Das soll soweit von meiner Seite gewesen sein. Und ich würde sagen, wir stellen uns jetzt alle einzeln vor und dann stehen wir für Fragen zur Verfügung. Wo wollen wir anfangen? Links. 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 Links außen. Links. Ich glaube, ich muss mich nicht großartig. Müssen wir das? Ja. Großartig vorstellen, weil ich glaube, ich bin der Einzige, der hier vor knapp 2 Jahren noch gespielt hat. Für mich kommen mir alle bekannt vor. Jetzt natürlich in andere Funktionen. Von meiner Person her war das sehr einfach, die Entscheidung zu treffen. Ich glaube, ich war als Spieler, jeder, der mich kennt, als Kapitän, bin vorangegangen. Und wo ich die Frage gestellt bekomme, ob ich mir sowas vorstellen kann, beim OFC ein Team zu unterstützen, unsere Nachwuchsleistungszentrum weiterzuentwickeln, da muss man auch ganz klar sagen, da ist die Entwicklung wirklich sehr, sehr hervorragend im Moment. Und der Helmut hat es ja vorhin gesagt, in einem Team gehört auch natürlich gerade beim OFC im sportlichen Bereich, dass man jemanden hat, der Kompetenz hat, aber keine Entscheidungen trifft. Ich bin Teil des Teams, ich freue mich auf die Aufgabe, weil das ist was Besonderes,
beim OFC zu sein, war es als Spieler. Für mich persönlich auch in diese Funktion, in diesem Team, gab es hier keine Sekunde Überlegung, das nicht zu machen. Weil ich glaube, ich habe in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahren einige Präsidenten, einige Trainer erlebt und das alles, was gewesen ist, glaube ich, spricht auch für uns. Wir haben seit langem schon versucht, ein Team zusammenzustellen, was jeder hier, der sich gesagt hat, es geht nur mit einem Team, wir bilden ein Team, den OFC wieder in der Erfolgsspur, in jede Hinsicht zu bringen. Und daher freue ich mich, dabei zu sein und hoffe, dass wir gemeinsam, so wie bis jetzt auch, weiter zusammenarbeiten werden. Markus? Ja, mein Name ist Markus Weidner, bin 46 Jahre alt, gelernter Banker, Unternehmensberater, und Unternehmer hier in der Ostpol ist unser Sitz bei KITZ, Kommunikations- und Innovationszentrum. Wir beraten kleine Selbstständige rund um von wirtschaftlichen Themen über Vertrieb bis hin zu Technik. Ja, vor 3 Jahren hatte ich schon mal die Ehre, mit Remo Kutz als Präsidentschaftskandidat zu kandidieren, auch für das gleiche Amt als Schatzmeister. Damals war das mehr eine Situation, um ein Zeichen zu setzen, dass wir gesagt haben, wir sind nicht mit dem zufrieden, wir wollen es anders haben, wir glauben, dass das ein verkehrter Weg ist, der da gerade eingeschlagen wird. Es war auch relativ erfolglos, die Kandidatur, das war auch eigentlich abzusehen, aber gut, wir haben es versucht. Ich muss sagen, jetzt sitze ich hier mit einer sehr, sehr, sehr anderen Motivation, mit einer ganz anderen Stimmungslage, denn ich glaube, es ist jetzt tatsächlich gelungen, in den letzten 8 Wochen, vielleicht ist auch schon länger her, also die allerersten Gespräche liefen natürlich schon sehr früh, aber als dann abzusehen war, dass der Klaus Laubrecht nicht mehr antreten wird oder dass er es nicht klar gesagt hat, dass er weitermacht, waren natürlich dann die Gespräche im Gange. Und ja, ich glaube, wir haben wirklich ein fantastisches Team aufgestellt an der Spitze mit dem Helmut Spahn. Das ist, glaube ich, jetzt eine sehr, sehr gute Geschichte, wie wir auch wieder Strukturen und Ordnung, Nachhaltigkeit in den Verein bekommen. Und jetzt für den Bereich Finanzen gibt es eigentlich relativ klare und eindeutige Aufgaben. Also natürlich ist ja kein Geheimnis, das hat Herr Delonier jetzt kürzlich erst gesagt, also der Verein drücken im Moment 3 Millionen Schulden, die bis zum 30.09. gestundet sind. Wir werden, wenn wir gewählt werden, am 23. November gewählt. Das heißt, bis zum 30.09., da ist jetzt irgendwie eine Frist, da müssen wir jetzt gucken, wie das amtierende Präsidium damit umgeht. Mein Gefühl sagt mir, wir werden dann noch nicht fertig alles erben, wenn wir gewählt werden. Da wird noch viel zu tun sein, bis das alles in trockenen Tüchern ist, bis das alles geregelt ist und umgesetzt ist. Das wird natürlich, was die Finanzen angeht, die allererste Aufgabe sein. Die mittelfristige Aufgabe stelle ich mir vor, das Ganze wieder mit sehr viel Konzept, also das ist einfach nach einer Insolvenz, kann man wenig finanzielle Konzepte entwickeln, weil alles, was man verdient, muss man schlichtweg an die Gläubiger abgeben. Das ist ein sehr einfaches Konzept, aber für einen langfristigen guten Aufbau brauchen wir ein Finanzsystem, dass wir eine Stabilität reinbekommen, dass die Sponsoren wieder wissen, was sie von uns erwarten können, was sie nicht von uns erwarten können, dass Partner wieder verlässlich, dass wir mit denen wieder verlässlich umgehen. Dass wir dann danach der Schritt sein, sobald wir die aktuelle Situation, wie auch immer sie sein wird, sofern wir im November gewählt werden, sobald die geklärt ist, wenn wir das dann, oder ist das mein Ziel, das als nächsten Schritt anzupacken. Danke. Vorsichtig sein. So, ich glaube, wenn ich mich jetzt vorstelle, jeder weiß, wer es ist. Mein Name ist Barbara Klein. Ich bin 3 Tage älter als die gesamte Crew hier, sage ich mal.
und finde das aber sehr schön, dass man mich in diesen Kreis aufgenommen hat. Es hat etwas länger gedauert. Ich habe nicht sofort Ja gesagt, wie Herr Spahn das soeben sagte, weil ich ja doch schon im Verein sehr vieles erlebt habe. Ich habe schon viele Höhen und Tiefen erlebt und da war das ganz klar, dass ich mir darüber Gedanken mache. Stimmt das Team? Ich musste nach einer geraumen Zeit oder relativ kurz feststellen, das Team stimmt. Wir passen alle zusammen, es sind verschiedene Charaktere, aber von der Grundtendenz her, von der Gedanken her, sprechen wir eine Sprache und wir wissen ja alle, was ich immer sage, wir sind der OFC, wir sind nicht die GmbH, wir sind nicht die e.V., nach draußen sind wir geschlossen der OFC und wir gehören von den Gedankengut her, muss man ja auch sagen, was intern ist, dass wir zwei juristisch getrennte Unternehmen sind, eine GmbH und eine e.V., das hat sich damals so ergeben durch den Neubau des Stadions, das ist alles korrekt, das ist alles in Ordnung, aber wir müssen intern, müssen wir so zusammengehen wie die Zahnräder, wir müssen eine Sprache sprechen, wir müssen alle Probleme gemeinsam lösen, um den Verein nach draußen ein anderes Image, eine andere Aussage zu geben, denn in der letzten Zeit haben wir ja sehr gelitten, ich bin ja nun sehr viel unterwegs und kann das beurteilen, werde auch immer danach gefragt, mach was, tun Sie was. Und ich glaube, in dieser Konstellation, wie wir hier zusammensitzen, wird es uns gelingen, den Verein in eine andere Schiene zu bekommen und auch mit einem anderen Image nach draußen zu präsentieren. Und ich glaube, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Vielen Dank. Ja, Remo Kunz, 53 Jahre alt. Ich habe mich ja damals bei der Kandidatur schon mal vorstellen dürfen und habe mir dann auch sehr viel Gedanken gemacht, als ich den Anruf bekommen habe, ob ich nicht in einem Team wieder mitwirken möchte und dem Verein helfen. Das war damals unsere Absicht, wenngleich die Situation eine komplett andere war. Ich in der Historie bei den Kickers hatte natürlich eine ganze Menge an Insiderwissen, hatte die Kontakte zu den Leuten, die damals dann auch das Ruder an sich nehmen wollten und war von vornherein der Überzeugung, dass das Kickers Offenbach nicht weiterhilft. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Sie können sagen, das ist so, Ihren Mund halten. Wenn es vorbei ist, sagen, ich habe es ja gleich gewusst, dann bekommen Sie keine Prügel. Wenn Sie hinstehen und sagen, ich weiß es, dann müssen Sie auch ein Stück weit bereit sein, die Prügel dafür zu übernehmen. Klar habe ich und wir im Team auch nicht alles richtig gemacht, aber die Grundintention, die wir hatten, war ja ganz klar, dieses Schiff, was ins Wanken geraten ist, auf die Füße zu stellen, sodass es uns wieder in eine erfolgreiche Zukunft bringt. Damals haben wir 22% bekommen, was mich dann auch selber erstaunt hat. Ich habe gar nicht mit so viel gerechnet. Heute sitzen wir in einer ganz anderen Konstellation zusammen. Das war auch die Entscheidung für mich, wo ich gesagt habe, okay, auch mit diesen Dingen in der Vergangenheit, ich denke, ich kann hier im Team meinen Beitrag leisten. Ich habe aus der Situation heraus die Expertise von der Gläubigerseite her. Denn bis zum Jahresende war ich ja auf der Gläubigerseite. Ich bin seit dem 01.01. im Vorruhestand. Habe dadurch natürlich auch Zeit gehabt, mir zunächst mal den Kopf frei zu machen. War in der Welt ein bisschen unterwegs. Wollte eigentlich meine Freizeit genießen und gar nichts mehr machen. Aber dann merkt man halt auch schnell, wenn irgendwas ruft, was einem im Herzen berührt, dass man dann sich doch wieder mit beschäftigen muss. Und die Gespräche haben dann einfach dazu geführt, dass das hervorragend klappt. Wir haben die unterschiedlichen Kompetenzen, die der Verein braucht, damit es wieder nach vorne geht. Klar haben wir nicht alle Kompetenzen, aber wir im Team sind offen und bereit, jegliche Kompetenz, die sich im Verein verbirgt, auch für die Kickers zu nutzen. Es gibt so viele ehrenamtliche Helfer, Angestellte, Externe, Gönner, Sponsoren, die in der letzten Zeit nicht so bereit waren, ihr Engagement so weiterzuführen, wie sie es vielleicht in der Vergangenheit getan haben. Das ist unser Ziel, auf der einen Seite die Ruhe und die Konsistenz in den Verein wieder reinzubekommen, dass wir berechenbar werden für die Wirtschaft hier in Offenbach und auch in der größeren Region.
damit die Leute erkennen, wirklich bei Kickers Offenbach geht es jetzt wieder aufwärts. Wir haben einen riesen Berg vor uns. Wir alle wissen, wie die finanzielle Situation ist. Wir wissen, dass wir sie lösen müssen. Wir hatten damals Ansätze. Der Ansatz war damals der, wir wollten einen Schuldenschnitt machen. Daraus hat man dann verbal und medial eine Insolvenz gemacht. War ja gar nicht unser Ziel. Wir haben immer von einem Schuldenschnitt gesprochen. Darmstadt hat uns vorgemacht, dann ein bisschen später, wie es geht. Ich denke, heute sind wir in der Situation, dass wir es aus der eigenen Kraft lösen können. Und da muss man an der Stelle wirklich dem alten Präsidium auch nochmal danken. Außerdem Herrn Laubrecht, der einen erheblichen Anteil hat, dass wir hier zusammensitzen. Auch dem Herrn Delumnie, der die Wege einfach geebnet hat, dass da ein bisschen Ruhe ins Fahrwasser kommt. Jetzt müssen die Dinge noch sortiert werden. Und er wird sie uns in einem Zustand übergeben, wo wir sicher sind, dass wir das dann in die Richtung führen können, dass wir finanziell keine Probleme mehr haben in der Zukunft. So. Ja, wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist Michael Willig, 45 Jahre, geboren in Offenbach, ich glaube 500 Meter vom Kickerstadion entfernt. Es war sogar 20.13 Uhr, habe ich mal geschaut, aber ich weiß nicht, ob der 3.11. ein Freitagabend war. Ein Flutlichtspiel vielleicht noch. Ich bin in meiner Jugend bei Kickers Offenbach selber gespielt, im Grunde. Ich bin früher noch mit dem Fahrrad freitagabends hochgefahren als Jugendlicher. Von daher kenne ich noch die Zeiten, ja, als es wirklich Atmosphäre im Stadion war. Und bin natürlich von daher von der Jugend an immer verbunden gewesen. Und wenn man als Jugendlicher Fußball begeistert ist, ist das Ziel immer irgendwann mal da oben zu spielen in dem Stadion. Wenn man hier natürlich aufgewachsen ist, das war auch immer ein Traum von mir gewesen. Leider nicht gelebt letztendlich, frühzeitig dann aufgehört mit dem Sport. Bin dann jetzt aktuell in Offenbach im Ringcenter tätig. Ich arbeite in München beim Emissionshaus mit eigener Banklizenz. Wir verwalten mit ca. 1 Milliarde Immobilienwerte in Deutschland, unter anderem, wie gesagt, das Ringcenter, dem ich jetzt mittlerweile seit 2007, glaube ich, jetzt im Standort hier führe. Bin seit Jahren aber als Sponsor bei den Kickers auch hier im Bereich kultureller und sozialer Einrichtungen tätig. Und ich sehe den Sport für mich zum einen hier in Offenbach ganz wichtig, gerade im Bereich der Migration, letztendlich eine Plattform, um da jetzt mal die Kulturen und auch die Menschen zusammenzuführen, was hier notwendig ist, auch aktuell. Wir sehen ja die aktuellen Situationen im politischen Sinne. Ich sehe den Verein Kickers Offenbach auch als, ja, als Herzensangelegenheit, weil man wirklich irgendwo immer wieder da oben auf dem Biberer Berg ist bei allen Spielen und sagt, das gibt's doch gar nicht, na, man muss doch da hinten wieder mal nach vorne kommen. Bin dann auch in den letzten Jahren immer wieder angesprochen worden, muss sagen, immer wieder mit vielen Amtsträgern Gespräche geführt, war aber nie der Meinung, dass ich da irgendwo ein, ja, wie gesagt, mal ein Gremium vorfinde, mit dem ich mich identifizieren kann. Dies hat sich in den letzten Wochen geändert, muss ich sagen, als ich den Herrn Laubrecht gesprochen habe, der mir dann wiederum das Team hier vorgestellt hat und war mir eigentlich nach, ja, dem ersten Gespräch schon klar, dass es eine Runde, in der keiner irgendwo sich in den Vordergrund stellt, sondern der Verein, die Marke Kickers Offenbach, erstmal ganz klar vorne ist und nicht irgendwo eine Person. Und das ist für mich ein Zeichen und für mich auch irgendwo ein gutes Gefühl, wo ich sage, ich finde mich hier wieder mit dieser Mannschaft was bewegen zu können. Das war für mich auch dann ein ganz kurzer und schneller Entschluss, der sich im Moment auch weiterhin immer mehr bestätigt und bestärkt, dass wir hier gemeinsam in diesem Team wirklich etwas bewegen können. Gesetzt im Fall, wenn wir natürlich im November gewählt werden. Wir stellen uns, ich freue mich auf die Herausforderung, vor allem mit Ihnen gemeinsam, mit der Presse, mit der Mannschaft und dem gesamten Verein und auch der Stadion GmbH, Herz, Sie lachen, etwas bewegen zu können, um einfach wieder nach vorne zu kommen und für mich das Ganze positiv zu gestalten. Und ich denke, dass ich da mit Sicherheit auch einen schönen Teil beitragen kann und ja, freue mich einfach drauf, auf die Herausforderung. Vielen Dank, Michael. Ups. Ja. Vielen Dank euch allen. Bevor wir jetzt in die Fragerunde einsteigen, von mir noch ja, zwei, drei weitere Ausführungen. Ich glaube, die generelle Frage, die sich insgesamt gestellt hat,
war, glaube ich, für viele hier im Raum, ja, wo kommt der denn jetzt her und warum macht er das, was ist die Motivation, was steht hinten dran und ist das alles so in Ordnung oder müssen wir das hinterfragen? Und dazu relativ klar und eindeutig, das ist sicherlich, wie das auch meine Kollegen aus dem Team beschrieben haben, ein Stück weit Herzensangelegenheit, aber das alleine genügt nicht. Am Ende, und das habe ich mein ganzes Leben lang gemacht, bedarf es einer seriösen Analyse, macht dann ein solches Amt Sinn, sieht die Situation um Kickers Offenbach aus, welche Potenziale sind da und all das haben wir, all das habe ich gemacht. Und nachdem wir über Wochen und Monaten zusammen gesessen haben und haben uns ausgetauscht, war für mich relativ klar, dass das Potenzial von Kickers Offenbach ein sehr, sehr großes ist. Die Infrastruktur, wenn man sich das Stadion anschaut, ist perfekt. Das Fanpotenzial, das hinter dem Verein steht, ist, glaube ich, für die vierte Liga mehr als beachtenswert, wenn man auch wieder sieht, wie viele Zuschauer mit nach Elversberg fahren und wie viele Heimzuschauer in Elversberg sind. Die Organisation des Fußballs an sich, glaube ich, hat auch ein Niveau, das durchaus beachtenswert ist, sodass die generellen Voraussetzungen, den Verein zu entwickeln, den Verein nach vorne zu bringen, 100% gegeben sind. Das ist erstmal die Grundmotivation. Wenn wir über den Verein sprechen, sprechen wir über Kickers Offenbach e.V. Und es wurde auch jetzt von meinen Kollegen angesprochen, die Fußball GmbH, das Jugendleistungszentrum, die anderen Abteilungen wie Handball, Frauenfußball, Boxen und gehören zum Verein. Und mein Verständnis ist, dass Kickers Offenbach ein Verein ist, dass es nicht sein kann, dass es einzelne Abteilungen gibt, dass es einzelne ausgelagerte Sparten gibt, die isoliert arbeiten, sondern es muss als Teamarbeit verstanden werden, wie wir uns als Team verstehen. Und genauso, glaube ich, muss der Verein aufgestellt und auch in Zukunft geführt werden. Wie wir das machen im Detail, wie wir das angehen, das wird jetzt unsere Aufgabe sein in den nächsten Wochen, das im Detail dementsprechend auszuarbeiten. Ein weiterer entscheidender Punkt für mich ist, das hat auch Michael angesprochen, auch ein Stück weit soziale Verantwortung mit in unsere Arbeit zu integrieren. Wir sind hier in Offenbach und man muss den Realitäten ins Auge sehen. Eine Stadt mit einer Ausländerquote von 36%, vielen Menschen mit Migrationshintergrund. Wenn man sich in den U-Mannschaften umschaut, sieht man auch, dass dort viele Spieler eben spielen, die Migrationshintergrund haben. Und deswegen ist Jugendleistungszentrum zum Beispiel für uns auch ein ganz bedeutender Baustein, den Verein auch ein Stück weit nach außen zu entwickeln, nachhaltig nach außen zu entwickeln, in die Werte, die Sport vermitteln kann, auch ein Stück weit zu investieren. Was Fair Play betrifft, was Kampf gegen Fremdenfeindlichkeit betrifft, Toleranz und, das zu nutzen. Und ich glaube, Sport ist ein Vehikel überall auf der Welt in unterschiedlichsten Bereichen, diese, ich sage jetzt mal, Core-Values tatsächlich zu transportieren. Und deswegen ist Jugendleistungszentrum definitiv auch oben auf unserer Agenda, neben natürlich der Entwicklung des Profibereichs, des sportlichen Bereichs. Ich denke, Versprechungen heute zu machen sind, das wäre nicht seriös. Aber dass Kickers Offenbach nicht in der vierten Liga bleiben sollte, glaube ich, sind wir uns alle einig. Aber den Weg nach oben in die dritte, zweite Liga zu beschreiten, den müssen wir so seriös, so transparent und so offen beschreiten, wie es irgend geht. Und wir hatten schon ein oder zwei Gespräche, bevor die Pressekonferenz gestartet ist. Und berechtigterweise wurde gesagt, bei Pressekonferenzen wird immer viel erzählt, Teamarbeit und. Das hört sich alles wunderbar an. Völlig korrekt. Aber ich kann Ihnen versprechen, dass ich nur heute hier sitze, weil ich der Meinung bin, dass wir ein starkes Team haben. Und das ist das Entscheidende, dass wir alle Teamplayer sind. Und aus diesem Grunde wird es keine Alleingänge geben. Aus diesem Grunde wird es in Zukunft keine isolierten Verlautbarungen geben, Versprechungen, die nicht mit uns allen, und zwar gemeinsam abgestimmt und beschlossen wurden. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass es in Zukunft nicht so sein wird, wenn wir, das muss man natürlich immer voraussetzen, gewählt werden sollten,
dass wir so offen und transparent mit allem umgehen wollen, wie es irgend möglich ist. Das betrifft den finanziellen Bereich, aber auch alle anderen Bereiche. Wir werden von den Mitgliedern gewählt, wie gesagt, wenn sie uns wählen, und diesen Mitgliedern gegenüber sind wir verantwortlich. Und diese Verantwortung müssen wir gerecht werden. Und demzufolge glaube ich, kann es keine, ja, in Anführungsstrichen, Absprachen in irgendwelchen Hinterzimmern geben und, die dann irgendwann an die Presse geraten und Mitglieder sind nicht im Vorfeld informiert. Zur Vergangenheit von Kickers Offenbach, ich habe das eingangs gesagt, will ich mich nicht im Detail äußern. Wenn Sie, ja, ein Stück weit informiert bin, was ich gemacht habe und wo ich herkomme, haben Sie sicherlich festgestellt, dass ich keinerlei Verbindungen zu irgendwelchen handelnden Personen im Verein habe. Weder freundschaftlich, geschäftlich, noch in irgendeiner Art und Weise, ja, was Vereinsarbeit betrifft. Das heißt, ich bin völlig neutral und völlig offen. Ich habe mit niemandem vorher gesprochen und will auch diese Kritik, die hier und da von der Presse kam, oder Nachfragen, die von der Presse kamen, warum wurden nicht die anderen Präsidiumsmitglieder, Verwaltungsrat und so weiter vorher informiert, das haben wir bewusst und gewollt getan. Wir sind mit unserer Pressemeldung rausgegangen, haben unser Team vorgestellt und natürlich werden wir in der Folge das Gespräch suchen, das offene Gespräch suchen, wir werden uns austauschen. Aber ich glaube, und das war vielleicht auch in der Vergangenheit das Problem, dass zu viel gesprochen wurde, zu viel sich ausgetauscht wurde und im Hintergrund diskutiert. Dann gab es erste Gerüchte und dann werden plötzlich Wahrheiten transportiert, die keine Wahrheiten sind. Deswegen glaube ich, hatten wir einen vernünftigen Start. Der eine oder andere von Ihnen war sicherlich überrascht, aber Sie können sicher sein, dass wir jetzt mit allen in Gespräche gehen, offen mit den jetzigen verantwortlichen Personen diskutieren und versuchen, eine seriöse Bestandsaufnahme zu machen, die uns in die Lage versetzt, dann wirklich auch detaillierte Konzepte zu erarbeiten, um den Verein nach vorne zu bringen. Das soll es jetzt soweit von hier vorne gewesen sein. Und wenn ihr einverstanden seid, würden wir die Fragerunde eröffnen. Natürlich. Ja. Sie, ja. Sie zuerst und dann, ja. Los geht's. Herr Daniels. Ich hatte mich zwar gar nicht gemeldet. Ach so. Ja, sah aber so aus. Eine leichte Zuckung. Ja. Das war eine zweigeteilte Frage. Das aktuelle Präsidium ist mehr oder weniger gescheitert, weil es überhaupt keine Kooperation mit der GmbH gab. Wie sieht es da aus? Wie tauschen Sie sich da aus? Und einer der Punkte, und das geht wiederum als Herr, war absolute Unfähigkeit, sich sportlich zu einigen. Es wurde immer wieder gegeneinander gearbeitet in der Stadt, anstatt miteinander. Wie soll das sportlich, das Miteinander aussehen, wie das überhaupt mit der GmbH in Ihren Vorstellungen aussehen? Ja, ich habe es ja gesagt, dass wir den Verein als Verein verstehen, und zu diesem Verein gehören alle Abteilungen und eben auch die Fußball GmbH, wie das Jugendleistungszentrum und alle anderen Abteilungen. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass die GmbH 100% Gesellschafter ist der e.V. Und da bin ich schon der Meinung, dass es keine isolierten Aktionen geben darf, sondern dass das, was auch in der GmbH passiert, vom Präsidium ein Stück weit gesteuert und kontrolliert werden muss. Seat zum sportlichen Bereich. Ich glaube, dass Sie die Frage, jede Frage Antwort gegeben haben. Es kann nicht sein, in einem Verein, dass man gerade im sportlichen Bereich Alleingänge macht. Und damit ist die Frage beantwortet. Wir sind hier ein Team, der die Entscheidungen zusammentragen wird. Und da muss sich jeder unterordnen. Wir wollen OFC nach vorne bringen und da gehört ein Helmut Spahn, nicht alleine eine Barbara Klein oder meine Wenigkeit. Wir können, ich glaube, wir haben es jetzt oft betont, im Team arbeiten, werden wir auch tun. Natürlich, dass wir erste Gespräche führen müssen, dass wir gemeinsame Wege finden und da müssen alle auch bereit sein, diesen Weg zu gehen. So kann es nur funktionieren. Entschuldigung, da müsste ich nachhaken. Ich meine, konkret, sportlich war es so, dass der Rico Schmidt immer klar gemacht hat, ich bin einzig und alleine verantwortlich für die
sportliche Entwicklung und die Bemühung mit Kaminski ist einfach, das hat nicht funktioniert. Deswegen soll in den Vorstellungen weiterhin die Kompetenz alleine bei Rico sein? Oder ich glaube, Rico macht einen guten Job. Er hat diesen Status. Ich finde, der macht es auch ordentlich, das passt. Aber ich glaube, der Austausch ist es nicht, dass man jemanden in die Karten spielen, Macht nehmen will. Ich denke, dass wir schon uns austauschen müssen. Ich glaube, da gibt es gar keine, das ist außer Frage. Die Mannschaft hat letzte Saison überragend gespielt und das ist natürlich sein Anteil. Nur weit, hat der Helmut gerade gesagt, wir wollen den OFC weiterentwickeln. Da gehört auch ein Nachwuchsleistungszentrum. Wir müssen unsere Jugend fordern. Es muss Möglichkeiten geben oder beziehungsweise, dass sie auch junge Spieler den Möglichkeit gibt, dass sie auch an der ersten Mannschaft geführt werden, dass sie die Chance bekommen. Und diese Zusammenarbeit müssen wir natürlich auch Gespräche führen. Und das hat nicht mit der Kompetenz oder seinem Job. Wir wissen alle, dass es so ist und das wird sich auch nicht ändern von unserer Seite. Wir wollen uns weiterentwickeln, auch mit Rico Schmidt, auch mit der GmbH, aber als Verein, nichts anderes. Ja. Ja, vielleicht noch ergänzend dazu. Ich habe das ja eingangs gesagt. Es wäre jetzt absolut verfrüht zu sagen, wir machen 1, 2, 3. Was wir vorhaben, das haben wir klar zum Ausdruck gebracht, den Verein als Verein zu entwickeln. Und jetzt bedeutet es, dass wir uns zusammensetzen müssen und müssen mit allen reden. Da müssen wir eine Bestandsaufnahme machen und müssen schauen, wie wir unser Ziel umsetzen können und wie die aktuelle Situation gerade ist. Und dann wird es Entscheidungen geben, die wie auch immer gelagert sind, die ich heute nicht kenne. Fakt ist, und das hat Sehat ganz klar gesagt, Sehat ist ehrenamtlicher Berater des Präsidiums in der Position des technischen Direktors. Und ja, Rico Schmidt ist unantastbar Cheftrainer und Sportdirektor der Profimannschaft. Das ist die aktuelle Situation und an der gibt es nichts zu diskutieren. Ja, Sie haben gesagt, Sie werden prüfen, wenn Sie gewählt werden, prüfen jetzt schon, Sie werden sich Einblick verschaffen. Kann es sein dann, nach einer gewissen Zeit, dass Sie auch einen Neuanfang in der GmbH für möglich halten? Also wenn Sie der Auffassung wären, dass es dort einen Neuanfang erforderlich ist, würden Sie den dort auch beginnen? Also Fakt ist, wenn wir sagen, wir machen eine Bestandsaufnahme, eine klare Analyse, dann muss das Ergebnis offen funktionieren. Dann kann ich nicht sagen, okay, wir müssen jetzt Argumente suchen, um eine bestimmte Situation entweder beizubehalten oder zwingend zu ändern. Es kann sein, dass wir zu einem Ergebnis kommen, das ist alles okay und wir können das alles so lassen, aber es kann auch zum Ergebnis führen, dass wir sagen, wir müssen Veränderungen durchführen, die ja in unterschiedlichsten Bereichen sein können. Noch eine Frage, ich meine, dass Sie schon einen gewissen Einblick haben in die Finanzen des EVs, die sind aber jetzt nicht in der Lage, selbst bestimmen zu können. Jetzt scheint es wieder eine entscheidende Phase zu geben. Gibt es da auch so ein gewisses Vakuum, was die Einschätzung der Dinge bei Ihnen angeht, weil Sie ja jetzt A, nicht handeln können, aber gleichzeitig darauf angewiesen sind, dass Sie dann nicht irgendwas übernehmen, womit Sie eventuell nicht umgehen können, wovon Sie eventuell auch nichts gewusst haben und dann in die Bredouille eben kämen, ja, Entscheidungen treffen zu müssen, die Sie gar nicht zu verantworten haben. Also, erster Teil der Frage will ich relativ kurz und knapp beantworten. Wir haben keinen Einblick, keinen detaillierten Einblick. Wir werden versuchen, uns einen Einblick zu verschaffen. Wie gesagt, Termine werden jetzt in naher Zukunft anstehen, um mit dem aktuellen Präsidium zu sprechen. Markus hat es gesagt, in den Medien wurde von 3 Millionen gesprochen, aber wenn man sich mit Leuten unterhält, ja, heißt ja, es könnte auch mehr sein und, und. Wir gehen zunächst mal vom Worst-Case-Szenario aus und ja, Aktionen, Konzepte, Ideen, das Problem zu lösen, kann es erst geben, wenn wir wirklich genau wissen, was Sache ist, wenn alles auf dem Tisch liegt und wir auf den Cent genau im Prinzip, ja, die Verbindlichkeiten kennen, die Zahlungsverpflichtungen, die Deadlines und so weiter. Was kann kommen, was will, Sie werden die Aufgabe übernehmen. Oder das ist auch ein Szenario, wo Sie dann sagen, also das haben wir nicht gewusst, das betrifft auch dann unsere Möglichkeiten, unsere, wie auch immer, Vorstellungen. Nein, also wir sind angetreten, um als Team von den Mitgliedern gewählt zu werden und wie gesagt, wir wissen alle,
dass vielleicht über die kolportierten 3 Millionen es durchaus noch mehr Verbindlichkeiten gibt. Und das wird nicht dazu führen, dass wir sagen, okay, das haben wir nicht gewusst und jetzt ziehen wir uns zurück. Frage an Herrn Kurz. Sie haben skizziert, dass Sie mittlerweile den OFC, wir waren schon mehr zum unterschiedlichen Gesellschaftsformen reden im Moment, in der Situation sehen, dass man die Dinge aus eigener Kraft lösen kann. Dann steht diese Zahl im Raum. Es ist bekannt, dass sie möglicherweise sogar noch früher ausfallen kann, weil ja sogar das aktuelle Präsidium noch Schwierigkeiten hat, eben diese Zahlen genau zu benennen zu können, aus verschiedenen Gründen. Was macht Sie da so sicher, dass das, man das aus der eigenen Situation herauslösen kann? Das sind ja trotzdem gigantische Verpflichtungen, die da auf den Kopf kommen. Ja, die Situation ist ja so, dass es die großen Überraschungen, die es vielleicht vor 2, 3 Jahren oder 4 Jahren gegeben hat, heute gar nicht mehr geben kann. Ne? Die Situation der Gläubiger ist bekannt. Ich kenne sie aus der Situation der Gläubiger heraus. Ja, da gibt es natürlich ein paar Dinge, die man heute noch nicht greifen kann und wir auch nicht greifen können und deswegen auch keine Stellungnahme dazu abgeben können, weil wir ja wirklich die Fakten nicht kennen. Wir kennen die Papiere nicht, wir wissen die rechtliche Beurteilung zu diesen Dingen nicht. Daher wäre es ja total falsch, heute zu sagen, wir haben da auch schon ein Konzept. Was aber klar ist, ist, dass das Volumen in dieser Größenordnung 5 Millionen im Worst-Case-Fall, so wie es der Helmut auch gesagt hat, auf uns zukommen kann. Und da haben wir uns dann schon Gedanken gemacht, losgelöst von der Situation, wie sich diese Zahl zusammensetzt, wie man das lösen kann. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass man ja die meisten dieser Gläubiger auch persönlich kennt und auch deren Motivation zum großen Teil kennt. Wo möchten sie eigentlich hin? Und die meisten wollen den Kickers Offenbach helfen. Von dem her sehen wir das jetzt nicht so dramatisch, dass es da keine Lösung finden kann. Und für das Gap, was überbleibt, klar, da müssen wir uns eine Lösung dann aussuchen, weil das ist dann die Aufgabe, die aufs Präsidium zukommt, eben in einer anderen Form zu lösen. Und da haben wir auch unterschiedliche Gedankengänge. Mit dem Markus Meidner haben wir ja einen im Team, der auch damals mit uns angetreten ist, der ja auch damals schon sich Gedanken gemacht hat, losgelöst von den Fakten, wie es dazu kommen kann. Das heißt, die große Überraschung, die erwarten wir nicht mehr. Und wenn es bei dem Rahmen bleibt, der heute so den Worst-Case-Rahmen darstellt, dann sind wir schon der Meinung, dass wir das stemmen können. Gehen Sie mit dem Umstand um, dass die Stimmung eigentlich am 30.09. erstmal wird? Auch vielleicht eine Frage an alle oder an Herrn Weidner als künftigen Schatzmeisterkandidaten, potenziellen Schatzmeister. Wie gehen Sie da mit? Grundsätzlich zu der Situation mit den Schulden, wie hoch auch immer sie sein wollen. Das amtierende Präsidium hat ein Konzept entwickelt und dieses Konzept wurde mit sehr, sehr großer Mehrheit, ich glaube sogar fast einstimmig oder war es einstimmig, auf der Mitgliederversammlung verabschiedet. Und nur weil wir jetzt, wenn wir im November gewählt werden, das Präsidium stellen, ändert sich ja nicht die Beschlusslage der Mitgliederversammlung. Das heißt, das ist erstmal die Basis, auf der wir arbeiten. Das Konzept hat den Nachteil, dass es immer auf das Mitwirken der Gläubiger angewiesen ist, wie aber alle Konzepte, die zur Entschuldung dienen. Von daher, wo, an welcher Stelle auch wir immer das übernehmen werden, ob es schon abgeschlossen ist, ob es mit manchen abgeschlossen ist, ob es gescheitert ist, wir halten alles für möglich, also das ist alles drin und egal an welcher Stelle wir das übernehmen werden, wenn wir dann gucken, wie wir damit umgehen, braucht es ein neues Konzept, müssen wir noch einzelne Sachverhalte klären, aber das, was erstmal auf dem Tisch liegt, das werden wir erstmal fortführen. Also wir treten nicht an zu sagen, Schnitt, Gott sei es gedankt, jetzt machen wir alles richtig, alles besser. Das ist überhaupt gar nicht unser Thema, sondern das ist die Beschlusslage der Mitgliederversammlung, die werden wir auch genau so umsetzen, sofern das möglich ist. Und wenn es nicht möglich ist, werden wir wieder zur Mitgliederversammlung gehen und sagen, das ist unser
Vorschlag, wie wir jetzt damit umgehen können, so wie das seriös in einem Verein üblich sein sollte. Zur Frage der Fristigkeit, also 30.09., ich gehe fest davon aus, dass die handelnden Akteure im aktuellen Präsidium das so gut im Griff haben. Also ich habe keinerlei Signale oder Hinweise bekommen, dass da irgendwas anbrennt. Aufgrund von, mein jetziger Kenntnisstand, aufgrund von Formalitäten, ist glaube ich auch, ja auch in der Pressekonferenz im Juli gesagt worden, es gibt einen, den ehemaligen Präsidenten Ruhl, der noch nicht auf diese, auf dieses Konzept eingestiegen ist. Da finden aber auch Gespräche statt und dann gibt es eben auch noch formale Gründe, weswegen die Sachen noch nicht abgeschlossen sind. Aber ich habe da überhaupt gar keinen Grund zu glauben, dass das aktuelle Präsidium das nicht im Griff hätte und dass da irgendwas zum 30.09. anbrennt. Also ich mache mal ein Szenario. Ein Knackpunkt war, dass das Finanzamt diesem Konzept, wie auch immer, aus welchen Gründen auch immer, da bin ich nicht zustimmt. Ist das eine Thematik, die dann möglicherweise ein ganz neues Denken erfordert? Ja, das wäre zum Beispiel so ein typischer Fall, wo ich sage, wenn das Konzept, warum auch immer, nicht so umsetzbar ist, also das Finanzamt kann das ja nicht verhindern, das sagt dann nur, es hat steuerliche Nachteile, zum Teil ganz erheblich. Wenn man dann sagt, okay, das ist denn jetzt für den Verein, für die GmbH, für die Gläubiger, hat das so große Nachteile, dass man das einfach nicht umsetzen kann, dann muss man wieder neu gucken. Das ist dann genau so ein Moment, wo ich sage, ja, und nur da haben auch wieder die Gläubiger Interesse daran, dass das gelöst wird, weil zum 30.09., wenn das jetzt wäre, dann müsste er Laubrecht am 1. Oktober Insolvenz anmelden. Das will kein Mensch, das wollen auch die Gläubiger nicht. Also das ist da, wie Remo Kurz hier sagt, die Gespräche mit den Gläubigern laufen ja und bis auf eine Ausnahme auch ist da großes Interesse, da eine gemeinsame Lösung, auch bei Herrn Ruhl ist ja auch ein Interesse, eine Lösung zu finden, nur halt noch nicht so, wie das im Moment vom Präsidium angedacht war. Weitere Fragen? Ja, bitte. Frage zu einer anderen Thematik. Sie hatten diesen Teamgedanken, haben Sie immer wieder betont oder herausgestellt. Jetzt ist natürlich so, dass es auch in einem Team Aufgaben, Verteilungen, Kompetenzen dementsprechend gibt. Die sind vermutlich, sage ich mal, dann beim Sead Medic und beim Herrn Weidner relativ klar. Das eine ist Sport, das andere Finanzen. Barbara Klein ist jemand, der im Verein an sich, auch in den Abteilungen sehr, sehr gut vernetzt ist, gute Kontakte zur Politik hat. Wäre jetzt insofern nochmal meine Frage, Michael Rehlitsch, Remo Kurz, welche Bereiche werden Sie dann, sich nicht unbedingt federführend, aber werden Sie sich größtenteils widmen? Ja, vielleicht generell. Sie haben das treffend beschrieben. Ich glaube, sportliche Seite und finanzielle Seite ist relativ klar. Das ist auch, denke ich, von einer Aufgabenbeschreibung kann man das sehr, sehr detailliert umreißen. Wir vier verstehen uns aber im klassischen Sinn als Team. Unsere Idee ist, dass wir nicht hergehen und sagen, du bist zuständig für 1, 2, 3 und du für 3, 4, 5. Weil das würde, glaube ich, am Ende Kapazitäten im Prinzip nicht nutzen, die einfach vorhanden sind. Natürlich haben wir mit Michael Rehlitsch jemanden, der perfekt vernetzt ist hier in der Offenbacher Wirtschaft, ebenso in dem politischen Spektrum. Remo Kurz mit seiner Erfahrung auch im Verein und durchaus, das ist mein Empfinden, durchaus Stratege, der sicherlich auch das ein oder andere auf den Weg bringt, zur Diskussion stellt, Ideen gibt und auch immer an Lösungsprozessen interessiert ist. Und Barbara Klein, ich glaube, da brauche ich nicht viel zu sagen, die ich glaube, Kickers Offenbach im klassischen Sinne lebt. Und wenn wir das alles zusammenbringen, plus der Kompetenz im finanziellen und im sportlichen Bereich, glaube ich, sind wir wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Und so soll es auch wirklich laufen.
Wie gesagt, das sollten keine Worthülsen sein, wenn wir von Teamgedanken sprechen, sondern das ist ja wirklich ernst gemeint gewesen. Und es geht auch in der heutigen Zeit meiner Meinung nach nicht mehr anders. Du kannst keine, ja, ich sag mal, Einzeldarsteller irgendwie nach vorne schicken, die im Prinzip versuchen, alles zu entscheiden und ein Team mehr oder weniger nur pro forma mitnehmen. Das kann nicht funktionieren. Und es ist natürlich auch eine Frage, wir müssen uns auch ressourcenmäßig natürlich ein Stück weit unterstützen. Natürlich kann man einen Präsidenten wählen, der vielleicht im Rentenalter ist oder ja keinen Job aktuell hat oder ja irgendwie viel, viel Zeit hat. Aber Remo hat es gesagt, er ja, ist ja, als Privatier unterwegs im vorzeitigen Ruhestand, dass sein Zeitfenster natürlich ein Stück weit ein größeres ist als das von Michael Rehlitsch und mir, ist klar. Barbara Klein, glaube ich, steht rund um die Uhr 24 Stunden dem Verein zur Verfügung. Ja, und ja, deswegen glaube ich, passt das relativ gut. Wollt ihr noch? Okay. Ja. Kriegen Sie das jetzt zeitlich unter einen Hut mit Ihrem Job? Sie sagen, sind ja, viel unterwegs, auch in Katar. Wie sieht es da aus? Wenn Sie in Offenbach gebraucht werden, kann man so schnell reagieren? Oder wie sieht Ihr Zeitmanagement aus? Gut. Ja, vielleicht ganz kurz. Das ist natürlich eine Frage, die muss ich mir aber selbst stellen. Ja, als wir diskutiert haben, war das natürlich eines der Themen. Habe ich Zeit, kann ich das machen, bringt man das mit seinen aktuellen beruflichen Verpflichtungen ja, unter einen Hut. Und ich hatte ja auch gesagt, wir hatten ja auch schon vor 2 oder 3 Jahren Diskussionen und da war die Antwort ganz klar nein. Nicht als Präsidentschaftskandidat, aber ja, sonst irgendwo, ich sage mal, unterstützend tätig zu werden. Wir waren im Aufbau mit unserer Unternehmung, mit unserer Organisation mittlerweile 4,5 Jahre. Wir haben Büros in London, Paris, Genf, in Brüssel, mutmaßlich bald auch hier in Deutschland, ich hoffe in Frankfurt, sodass ich, ja, also ich lebe und arbeite weiter in Katar, bin aber ja die überwiegende Zeit hier in Europa unterwegs. Und wenn ich jetzt von, keine Ahnung, von Nürnberg nach Offenbach fahren muss, dauert es ungefähr so lange wie ein Flug von Genf nach Frankfurt oder von London. Ich lebe in Katar. Meine Familie lebt seit September hier in Deutschland und ich pendle. Das ist für den einen oder anderen vielleicht ein Stück weit schwer nachvollziehbar, aber ja, familiär und beruflich ergeben sich bestimmte Konstellationen. Meine Frau ist auch durchaus gewöhnt, dass sie mich mal 6 oder 7 Wochen nicht sieht. Und ja, das ist okay. Das passt in unsere Lebensentwürfe. Und ja, in der heutigen Zeit ist es, glaube ich, auch nicht erforderlich, dass man, ich sag mal, zu jedem nicht falsch verstehen, Kaffeekränzchen persönlich zugegen sein muss. Die technischen Möglichkeiten heute über Telefonkonferenzen, Skype, Fiber, WhatsApp, was es alles gibt, FaceTime zu kommunizieren, sind ja da. Wir haben das in der Vergangenheit praktiziert. Im Auto sitzen Telefonkonferenzen mit 5 Leuten, also das passt. Natürlich muss man verfügbar sein, natürlich muss man präsent sein, natürlich muss man sich mit den Leuten an einen Tisch sitzen, muss in die Augen schauen. Und ich glaube, bisher hatten wir noch keine terminlichen Probleme. Ja. Und das wird auch so bleiben. Wenn ich schon in Katar lebe, da ist ja relativ viel Geld im Umlauf. Ich kenne sehr viele und ich habe auch den Koffer draußen stehen, den wollte ich aber erst am Ende der Pressekonferenz öffnen, als kleines Highlight, nee, Spaß beiseite. Diese Wahrnehmung, ich kann sie nachvollziehen, das hat ein Stück weit mit, ja, einer suboptimalen Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit dieses Landes zu tun. Das sage ich ganz offen. In Katar liegt auch das Geld nicht auf der Erde. Dort wird auch seriös gearbeitet. Dort werden auch Budgets erstellt. Dort werden Konzepte erstellt. Dort wird kein Geld rausgeblasen. Man nimmt natürlich nur so ein paar Highlights wahr. Aber es sind ja durchaus sinnvolle Invests. Wenn Katar sich entscheidet, bei VW einzusteigen zum Beispiel, dann ist es nichts, dass da einer umfährt und da, ne, sein Traditionskleid da ein bisschen im Wind weht und da mit den Geldscheinen umherwirft, sondern da liegt eine seriöse, ich sag mal, Beurteilung der Lage vor.
Natürlich im sportlichen Bereich kann man rein interpretieren, was man will, aber ich denke auch ein Invest zum Beispiel jetzt in Paris Saint-Germain, ja, da steht auch irgendetwas dahinter. Man will irgendetwas erreichen, ob das der richtige Weg ist oder nicht der richtige Weg, das sei jetzt mal dahingestellt. Ich glaube, Vereine müssen auch ein Stück weit auf ja, ihre Historie schauen, auf Tradition schauen. Und wenn man hier in Offenbach sich umschaut, sicherlich ein Novum. Ich gehe mal davon aus, was den Neubau des Stadions betrifft, in Deutschland, europaweit, teilweise Modellcharakter. Ich habe jetzt viele Kollegen wieder aus England getroffen bei der Champions League-Konferenz, wo es um Fanbelange ging, das Involvieren von Fangruppen, auch das Erlebnis Fußball ein Stück weit neben allen anderen Zwängen wieder in den Vordergrund zu bringen und dann ein Stadion zu haben, wo die komplette Gegengerade eine Stehtribüne ist. Das ist aus, ja, ich sag mal, Business-Aspekten eigentlich nicht gut. Aber deswegen gibt es unterschiedliche Ansätze, deswegen gibt es unterschiedliche Philosophien. Der eine Verein geht diesen Weg, der andere Verein geht diesen Weg. Aber ich glaube, in Offenbach gibt es eine relativ klare Ausrichtung. Und ich will jetzt den Begriff Tradition nicht überstrapazieren, aber er ist allgegenwärtig. Ja, egal, wo man reinschaut, in die ganzen Foren, in die Diskussionen, in die Publikationen und. Und deswegen ist das für uns ganz einfach auch ein wichtiger Aspekt. Aber um die Frage abschließend zu beantworten, ich kenne viele Scheichs, aber ich habe kein Geld. Würden Sie als designierter Präsident jetzt auch nicht gegen einen Investor sträuben, wenn jemand kommen würde, ein weißer Ritter, der viel Geld hat und Spaß hat und Fußball hat, das viel Geld übrig hat und das Geld vielleicht am PC anlegt? Also weiße Ritter sind immer gut und herzlich willkommen. Aber die Frage ist, was ist Hintergrund des Invests? Wie sieht ein solches Invest aus? Welche Verpflichtungen sind damit wieder verbunden und. Und natürlich muss es irgendwann Ziel sein, Kickers Offenbach vielleicht in eine Position zu bringen, wo man nicht, ich sag mal, zu einzelnen Partnern läuft und sagt, kannst du uns unterstützen? Unser Ziel, mein Traum, unser Traum ist, dass wir irgendwann ein Ziel erreicht haben oder ein Level erreicht haben, wo Leute zu Kickers Offenbach kommen und sagen, ich würde gerne mitmachen. Und ich habe vor kurzem in den Blogs, ich weiß nicht, ob es Facebook oder was es war, so ein bisschen geguckt, wie die Leute reagieren. Und da war eine Beschreibung der Situation und die war für mich treffend. Hat irgendjemand geschrieben, wenn man so in der Region unterwegs ist, insbesondere in Frankfurt, und man spricht über Kickers Offenbach, dann spürt man, und das ist ein Stück weit, das hat mit Rivalität zu tun, aber man spürt auch Mitleid, ja. Und ich glaube, daran müssen wir arbeiten. Rivalität, gesunde Rivalität ist wichtig, aber ich glaube, wir sollten irgendwann auftreten und sollten nicht Mitleid erregen. Davon müssen wir ein Stück weit weg. Frage an alle. Sie haben es gesagt, der Traum ist, dass die Leute zu uns kommen und mithelfen wollen. Welche Wertigkeit spielt dabei der Profibereich? Auch in Sachen Entwicklung. Ja, dann fange ich mal an. Ich habe gesagt, der Verein Kickers Offenbach besteht aus mehr, eben nicht nur der GmbH. Aber ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass das Flaggschiff durchaus ja, die Fußballabteilung, die Profifußballabteilung ist. Und die Entwicklung anderer Sparten, die Entwicklung, vielleicht hin auch mehr Mitglieder zu generieren, vielleicht neue Ideen zu entwickeln, hängt natürlich ein Stück weit von der generellen Wahrnehmung und vom Erfolg des Vereins an sich, aber logischerweise festgemacht am Fußballbereich ab. Und deswegen ist es sicherlich Zielrichtung von uns, den Fußballbereich auch zu entwickeln, aber im sportlichen Bereich klar, aber ich denke, da ist Kickers Offenbach derzeit gut aufgestellt. Konstrukt, ja, GmbH, darüber haben wir gesprochen, dass es da einer klaren Analyse bedarf. Aber Fakt ist natürlich, dass eine positivere Wahrnehmung nur dann entsteht, wenn auf der einen Seite Menschen, die von außen auf den Verein schauen, sagen,
der ist seriös geführt, der wird transparent geführt, der wird offen geführt. Er steht für bestimmte Werte, die der Sport auch generell vermittelt, und er steht für sportlichen Erfolg. Nur, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, ansonsten korrigiert mich, kann es aber auch nicht sein, dass auf Teufel komm raus sportlicher Erfolg versucht wird zu erreichen. Es gibt ja ein bisschen abgeschwächter Form mittlerweile, ja, dieses ja, von der UEFA verabschiedete System Financial Fair Play. Und wenn man das mal runterbricht, auch mal auf den privaten Bereich, eine relativ einfache Regel: Du kannst nur das Geld ausgeben, das du hast. Punkt. Ja? Und Markus Weidner, glaube ich, hat das auch gesagt in einem anderen Interview, ist vielleicht da ein bisschen missverstanden worden, aber ganz klar, man soll sich und man darf sich nicht daran gewöhnen, mit Schulden zu leben. Ja, das darf nicht das ja, normale Umfeld sein, sondern auch, dann ist das halt so und dann schauen wir mal, sondern genau das Gegenteil. Und dann, glaube ich, werden Firmen, werden Partner kommen, die auch heute in ihren Unternehmen, ja, jetzt nehmen wir mal ja, zwei, drei ja, Begriffe, die immer wieder durch die Gegend ja, geistern, Corporate Social Responsibility, Compliance, Good Governance und. Man wird heute keinen großen Investor mehr finden, es wird keine Firma wie Siemens oder was weiß ich oder ja, Nike oder wie sie alle heißen, in einem ja, größeren Umfang in irgendein Invest gehen, sei es wo immer auch ist, wenn man nicht die eigenen, ich sag mal, Regeln und generellen Vorstellungen, die man fürs eigene Unternehmen entwickelt, nicht auch dort findet. Und ja, das muss das Ziel sein, das zu erreichen und ja, diese Leute ja, dazu zu bringen oder in den OFC dazu zu entwickeln, dass wir auch in dieser Richtung attraktiv werden. Vielleicht sollte der Michael noch was dazu sagen, denn der ist ja hier in Offenbach sehr gut vernetzt und kennt ja auch den Blickwinkel der Wirtschaft auf den OFC. Ja, erstmal würde ich sagen, was man bei anderen Vereinen sieht, ist gerade Jugendarbeit. Wenn ich jetzt die letzten, sagen wir, 10, 15 Jahre mal zurückblicke oder 20 Jahre, was wir im Umfeld oder im Umland an Talenten irgendwo verloren haben, die nicht beim OFC gelandet sind oder eine Tür weitergegangen sind, da muss die Basis erstmal gemacht werden. Das heißt, Basisarbeit, das hat Sie ja eingangs schon gesagt, wir müssen erstmal hier das Fundament schaffen, das ist Nachwuchs- oder Leistungszentrum, es ist auch die Kooperation mit dem Verein, das heißt auch wieder mal hier über die Dörfer tingeln, sage ich jetzt einfach mal, wieder mal anzudocken hier. Ich habe irgendwann mal gesagt, als ich Jugendlicher hier war, die Autos, die hier vor der Tür standen, da war Kassel, da war Darmstadt, da war Gott weiß wo, waren die ganzen Fans hergekommen. Und das sind alles Themen, die irgendwann mal waren, das weggebrochen ist. Und wenn das Fundament wegbricht, im Grunde kannst du oben machen, was du willst, der Turm fällt irgendwann um. Von daher ist es für uns erstmal ganz klar wichtig, auf der einen Seite das Fundament wieder zu schaffen, aus meiner Sicht. Wir haben das Umfeld, wir haben im Grunde vor der Haustür viele Talente, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist die Seite der Wirtschaft. Ich habe ja doch das ein oder andere Gespräch immer wieder in gewissen Runden. Und wenn ein Stück weit das Vertrauen verloren geht über Jahre, wenn du keinen Einblick oder keine Informationen erhältst als Sponsor, sage ich jetzt mal aus Sicht des Sponsors, und siehst, was da passiert, da verlierst du irgendwann den Glauben. Das ist klar. Und da verlierst du auch ein Stück weit natürlich auch irgendwo ein Umfeld, das hier in Offenbach in der Geschäftswelt angesiedelt ist. Ich glaube, da kannst du mir bestätigen, dass du dann auch irgendwo Türen zumachst, letztendlich, die dann wiederum nur aufzumachen sind, wenn du über eine gewisse Zeit auch erstmal wieder Vertrauen schaffst, eine solide Basis, sagen wir, mit Menschen aufbaust, die wirklich Vertrauen erwecken und vor allem ein Stück weit, also ein Stück weit transparent sind und offen arbeiten. Und das ist ein Problem, das wir einfach für mich, aus meiner Sicht, Sponsorsicht, über Jahre hinweg hatten. Wenn heute einer zu mir kommt, gibt mir 10.000 Euro und unterstützt mich wirtschaftlich, dann frage ich, was willst du machen? Ja, das ist ja nicht egal, und da muss ich mir Gedanken drüber machen. Sag mir genau, was du willst, dann überlege ich mir auch, was ich bezahle. Letztendlich, und das Konzept muss erstellt werden, aber wie gesagt, wir müssen natürlich die Basis schaffen hier im Verein. Normalerweise erstmal wieder im Amateurbereich, in der Jugend, solide. Ich kann mich daran erinnern, das ist auch so eine Geschichte, selbst als ich in der Jugend hier gespielt habe, haben die Eltern schon die Trikots und haben die Sachen alle bezahlt. Das ist eigentlich traurig, letztendlich, dass es so ist, dass Eltern im Verein Kickers Offenbach ein Stück weit, alles zahlen müssen, damit die Kinder gut ausgerüstet sind. Ich glaube, die Ansätze müssen 3 Schritte zurück erstmal gemacht werden, bevor wir über Profibereich, der natürlich parallel aufgebaut werden muss, ist auch klar.
erstmal gesetzt werden. Ich denke mal, da müssen wir einfach ein bisschen zurückgehen und viel, viel mehr Basisarbeit leisten. Ich sehe es ja bei mir im Bereich Ringcenter Offenbach. Das sind so viele Fans, die da reinkommen. Wenn du einfach mal die Meinung der Basis immer wieder hörst, es hat keiner ein Problem zu sagen, wir spielen ein, zwei, drei Jahre in der Oberliga, Regionalliga oder sonst wo. Das Problem ist doch einfach, die Fans wollen abgeholt werden, die wollen einfach ein Stück weit Offenheit, Transparenz. Sie wollen auch sehen, dass der Verein solide arbeitet und wirtschaftet. Und das ist eigentlich der Punkt, den ich auch so sehe, der mich auch bewegt jetzt mit dem Team hier, wo wir vorne sitzen, wirklich zusammenzuarbeiten, weil ich weiß, dass keiner von denen sich beweisen muss, dass wir alle angekommen sind und wir das erste Ziel verfolgen, den OFC nach vorne zu bringen. Und nicht, wer mich kennt, sage ich, bin seit 2007 im Ringcenter. Ich glaube, ich bin derjenige, der am wenigsten in der Öffentlichkeit steht als Aushängeschild. Für mich ist das Ringcenter als Marke, als sagen wir, Einkaufsstandort für Offenbach wichtig, ne, und nicht die Person, die hinten dran steht, oder die Person, die hinten dran steht, die Frau Stark, die heute mit dabei ist. Und das ist hier genau dasselbe. Nicht wir sind das Aushängeschild, sondern der Verein, der Name letztendlich und die Marke, die irgendwo Tradition hat und Tradition und Leidenschaft und ich sage jetzt mal Tradition und auch moderne, sage ich jetzt mal, Technologien und Möglichkeiten miteinander zu verbinden. Das war auch das Thema mit Telekommunikation. Ich bin auch sehr viel unterwegs, aber es hat in den letzten Wochen also wirklich richtig gut funktioniert. Telefonkonferenzen im Grunde, wir haben uns ausgetauscht. Das ist einfach der Wahnsinn, wie da irgendwo gearbeitet wird. Es passt, es funktioniert. Und wenn irgendwas war am Abend, wurde immer sofort in der kompletten Runde telefoniert. Und ich sage mal, das ist eine Grundbasis, da ist das Vertrauen da. Und das ist für mich auch die Basis der Arbeit, die auch kommen wird, sage ich jetzt einfach mal, wenn wir gewählt werden. Das ist immer natürlich der große Punkt, der dann aufschlagen sollte. Ja, bitte. Das war jetzt so ein bisschen, wenn ich mal zusammenfassen darf, so der wirtschaftliche und emotionale Aspekt. Mich würde jetzt mal vom Serge Mech, der auch durch, aufgrund seiner Karriere relativ viele Vereine in Rhein-Main bringt, nochmal seine Einschätzung interessieren, wie groß eigentlich diese große oder gern diese sportliche Geschichte, die Serge Offenbach besetzen kann. Das war jetzt davon zu hören, dass es Talente zwar gibt, aber dass die dann eine Tür weitergehen. Jetzt ist er mittlerweile so, dass er nicht mal eine Tür weiter, die gehen ja mittlerweile gehen nach Kaiserslautern, nach Hoffenheim, da wird er mittlerweile in viel größeren Radius abgefischt. Und der OFC, der ist da jetzt zwar mit einem Leistungszentrum aufgestellt, aber kämpft ja auch so ein bisschen gegen Windmühlen. Wie groß ist da diese Perspektive oder die Möglichkeit, die man als OFC hat, oder wie muss man sich da positionieren, damit man da erfolgreich sein kann? Wenn man ehrlich miteinander umgeht, die Perspektive ist sehr klein. Und der Michael hat es gerade auch gesagt, die Struktur, den Jungs Gefühl zu geben, hier entsteht was, wir entwickeln was, was man vor der Haustür hat, dass man nicht nach Mainz, nach Hoffenheim geht. Und das ist ein Prozess, der geht nicht von heute auf morgen. In diesen Weg wollen wir gehen. Ich glaube, es gibt nicht mehr viel, was man dazu sagen will. Der Helmut hat es richtig gut beschrieben. Aber es kann nicht sein, habe ich ja sehr oft auch miterlebt, gerade Dorfvereine, es interessiert keinen, geht das mehr, offenbar. Kein Jugendspieler, der mal Qualität besitzt, der möchte nicht nach Offenbach. Und vor 15, 20 Jahren, es ist auch Zufall, lebensschreibende Geschichte, mein erster Training war, ich habe neben Eintracht Frankfurt Spiel geschaut, Probetraining, wo war mein erster Probetraining mit 16 bei Kickers Offenbach. Das ist 92 her. Das war eine Marke und da hinten müssen wir kommen. Dass es wieder über Kickers Offenbach gesprochen wird, dass die Jugendliche gerne zu Kickers wollen, nicht nur meine Jugend zu spielen, ein System bzw. Konzept zu erarbeiten, dass man denen auch was für die Zukunft bietet. Und das ist ein Prozess, den man nicht von heute auf morgen machen kann. Und das ist komplizierter, da wo wir ansetzen. Ich habe auch selber zwei Jungs, klar, die bleiben lieber auf dem Dorf, als zum Kickers zu gehen. Das ist traurig, natürlich, weil wenn ich zwei, drei Jahre bei Kickers gespielt habe, dann ist der nächste Schritt, hast du gerade gesagt, Robin. Ich schaue mal, dass ich mich entwickle, dass ich dann hier Abflug mache auf gut Deutsch. Und das kann nicht sein. Und da müssen wir wirklich dahin kommen und da muss man erst mal Grundbasis dazulegen. Und das ist das Erste, was wir auch angehen werden. Wenn wir natürlich gewählt werden. Sind die Wege da ja unterschiedlich, dorthin zu kommen? Deswegen nochmal meine Nachfrage, gerne an alle. Nach der Priorität, wenn man ins Umfeld schaut, Mainz und 5
hatte, den Weg nach oben genommen. Oder 25 Jahren war das noch ein Dorfverein, hat den Weg genommen über die erste Mannschaft. Danach aufgebaut. Darmstadt 98 macht es jetzt auf dem ähnlichen Weg, haben jetzt auch ein Nachwuchsleistungszentrum erst installiert. Ich habe jetzt auch mal versucht, wenn man das jetzt so hören will, eigentlich den umgekehrten Weg. Also das heißt, man ist in der vierten Liga sportlich im Profibereich, versucht aber die Basis zu schaffen. Wie kann das funktionieren? Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt so genau trifft. Ich sehe das jetzt rein. Das ist eigentlich eine sportliche Frage. Ich versuche einmal eine unternehmerische oder einen betriebswirtschaftlichen Blick drauf zu richten, weil ich glaube nicht, dass es funktioniert, wenn Sie ein erstklassiges Restaurant haben und das ist ganz wunderbar, dann geht die Küche auf und da sieht es aus wie Kraut und Rüben. Das funktioniert nicht. Deshalb glaube ich, die erste Pflicht ist, die wir haben, den ganzen Verein, die ganze Organisation von mit allen Abteilungen einfach professionell und ordentlich aufzustellen, dass wir dann auch wieder professionellen, ordentlichen Profifußball spielen können. Aber ich glaube, mit dem Anspruch, mit den Strukturen, mit dem System, mit der hingelegten Insolvenz, mit den ganzen Schulden, die wir jetzt haben, jetzt das große Bild nach vorne, klar wollen wir das alles, überhaupt gar keine Frage, aber wir können da jetzt keine Konzepte und Pläne machen, das wäre unseriös. Wir müssen die ganze Organisation professionell aufstellen, eine Struktur, ein System, das Geld, also Michael Rielitsch hat es ja hervorragend gesagt, dass wir da wieder kompetente Partner finden. Wir müssen die Transparenz, wie auch immer, großen Investor, das war übrigens auch die Frage, also Investor, natürlich, aber welcher Investor, selbst wenn er wollte, wenn wir jetzt irgendjemand hätten im Petto, wir könnten dem ja gar nichts zeigen. Also wo rein wollte der jetzt investieren? In der Hoffnung? Da muss man halt Fan und verrückt sein, dann investieren wir auch in der Hoffnung, aber die wenigsten Investoren sind das. Also wenn wir diese einfach wieder den Laden professionell aufstellen, das anpacken und seriös von unten anfangen, wir sind jetzt in der vierten Liga, von unten anfangen, das Ding aufzubauen. Und da halte ich es jetzt für keinen Widerspruch, dass wir sagen, wir haben ein professionelles Nachwuchsleistungszentrum und wir haben eine professionelle Viertligamannschaft und das dann gemeinsam wieder wachsen zu lassen. Und dann haben wir ja auch eine ganz andere Ausgangslage wie Mainz und Darmstadt. Wir haben ein Jugendleistungszentrum bereits. In das wurde investiert, Geld und auch eine ganze Menge Arbeit. Das jetzt abzuschneiden wäre ja fatal, weil dann hätte man ja diese Investitionen, die man in der Vergangenheit da getätigt hat, gestrichen und müsste irgendwann wieder bei Null anzufangen. Also ist es, glaube ich, auch betriebswirtschaftlich wie sportlich wichtig, das, was man hat, zu verbessern, um dann im nächsten Schritt das andere tun zu können. Ja, vielleicht noch ein Satz dazu. Schließe mich, ich sag mal, den Ausführungen definitiv an. Das eine schließt das andere nicht aus. Aber um jetzt nicht zu, ich sag mal, betriebswirtschaftlich oder konzeptionell zu denken, Fakt ist doch auch, man muss gucken, wo stehen wir und was haben wir aktuell für Values. Ja? Dann gibt es eben dieses Jugendleistungszentrum. Und wenn ich jetzt sage, okay, über die vielleicht nicht attraktive Spielklasse, vierte Liga, kann ich keine jungen Spieler finden, die zu Kickers Offenbach in die U-Mannschaften gehen. Nur entscheiden die das selbst, sitzen die zu Hause und sagen, ach ja, ich gehe jetzt zu Offenbach, Mainz, Hoffenheim. Die Eltern spielen eine Rolle. Also musst du auch gucken, dass du vielleicht neben dem Fußball, das, was ich gemeint habe, auch soziale Verantwortung zu übernehmen, vielleicht im Jugendleistungszentrum neben der sportlichen Entwicklung noch eine zweite Schiene aufzumachen. Versuchen, Jugendliche mitzunehmen, ihnen helfen zum Beispiel, was Schulausbildung betrifft, Berufswahl im Studium und. Und generell über den Fußball hinaus eine Perspektive zu bieten. Und wenn, glaube ich, Eltern, Erziehungsberechtigte das Gefühl haben, also da wird nicht nur nach Talenten gesichtet und wenn einer da nicht dreimal gerade gegen den Ball kickt, schmeißen wir den raus und dann soll er gerade machen, was er will, sondern da ein langfristiges Konzept hinten dran steht, ist das etwas, was mit wenig Geld zu realisieren ist und was vielleicht einen großen Effekt haben kann. Also sprich, man muss gucken, was gibt es Positives, was können wir jetzt aktuell nutzen, ohne dass wir jetzt sagen können, okay, wir spielen jetzt in der zweiten Liga oder in der ersten Liga Fußball, wie das vielleicht jetzt die anderen machen. Jetzt mal so aus der Vergangenheit heraus,
Wenn man sich jetzt so als Gönner, Sponsor von Kickers Offenbach betätigt, dann war es in der Vergangenheit oft so, wenn Geld gebraucht wurde, dann hat man den Kontakt gesucht und dann hat man vom Verein so lange wieder nichts mehr gehört, bis wieder Geld gebraucht wurde. Und das müssen wir natürlich auch verändern. Ne? Wenn wir Unterstützer haben, dann müssen wir uns natürlich auch mit denen auseinandersetzen und denen auch einen Mehrwert geben, warum unterstützen sie uns. Und da haben wir natürlich im Jugendbereich sehr einfache Ansätze, die das recht schnell zu einer Win-Win-Situation kommen lassen, wo die Eltern sich wohlfühlen, die ihre Kinder dahin schicken, wo es Gönner, Unterstützer gibt, die sagen, oh, ich mache da rein, ich investiere da rein, weil da kommt ja was weg, da kommen Kinder zurück, die strahlen, die sagen, Mensch, gut, dass es dich gibt. Und das war in der Vergangenheit einfach von der Sponsorenseite gar nicht gegeben. Ich kenne das eh nicht. Wir haben uns ja vorher nicht so gekannt, aber das war genau dasselbe, was er gesagt hat. Es ist, das war leider so. Und das ist eine Grundaufgabe, die wir da lösen müssen und dann kriegen wir auch wieder Begeisterung in den Verein. Weitere Fragen? Ja, das scheint nicht der Fall zu sein. Eine Frage habe ich noch. Ja. Ist Ihnen bekannt, ob es einen Gegenkandidaten gibt auf der Mitgliederversammlung? Also mir aktuell nicht. Okay, dann schaue ich in die Runde. Seat, Markus, Barbara. Alles gut. Okay, dann bedanke ich mich recht herzlich für Ihr Erscheinen, bedanke mich auch für die recht interessanten Fragen, entschuldige mich in aller Form, dass wir so spät begonnen haben. Wenn wir die nächste Pressekonferenz machen, werden wir um 8 Uhr beginnen. Und damit wir alle auch noch ein bisschen was vom Tag haben. Ja? Herzlichen Dank, guten Nachhauseweg und bis zum nächsten Mal.